Liebe Freundinnen und Freunde, ja, die Sommerpause ist zu Ende. Sie hat mir gut getan. Ich bin schon wieder hier in Berlin, aber auch in Bielefeld im Kommunalwahlkampf tätig. Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, mir nochmal anzuschauen, was unser Thema Altobondo, eine Immobilienheuschrecke aus Lemgo, angeht. Da war ja die Meldung zu vernehmen, dass mehrere Kommunen im Ruhrgebiet, aber auch die Stadt Lemgo selber, Wohnungsbesichtigungen durchgeführt haben, um Mängel an den dortigen Wohnungen aufzunehmen und für Abhilfe zugunsten der Mieterinnen und Mieter zu sorgen. Das habe ich gleich zum Anlass genommen, einen Brief an den Bürgermeister der Stadt Lemgo zu schreiben, denn wie Sie alle wissen, seit Ende 2018 kümmert mein Büro und ich uns sehr intensiv um die Rechte der Mieterinnen und Mieter. Wir haben mehrere Versammlungen durchgeführt, wir haben sie rechtlich beraten, Anstöße gegeben, wir haben eine Demonstration durchgeführt. Nun, in meinem Brief habe ich dem Bürgermeister der Stadt Lemgo nahegelegt, doch bitte mal die Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen. Ich finde, die Öffentlichkeit hat einen großen Anspruch darauf, zu erfahren, ob sich nun endlich was tut oder ob die Mieterinnen und Mieter von Altobondo weiterhin hingehalten werden. Da komme ich zu einem weiteren Punkt. An diesem Thema zeigt sich für mich exemplarisch, wie wichtig Kommunalpolitik ist. Es ist eben nicht eine Politik, die zu vernachlässigen ist, sondern sie kümmert sich um die konkreten Lebensverhältnisse aller Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und darum ist es so wichtig, dass die Linke in allen Kommunen, wo sie antritt, auch gewählt wird und die Rechte und Interessen von Bürgerinnen und Bürgern vertreten kann. Darum mein Appell, bitte unterstützt uns im Kommunalwahlkampf. Merkt euch Lemgo, seht am Beispiel Lemgo, wie wichtig Kommunalpolitik ist. Das ist erst der Anfang. Wir müssen weiterhin Druck machen in den Rathäusern für eine Politik zugunsten der Menschen in unserem Land. Vielen Dank.